komme ich mit der kleinen Box oder My Little Paris. Das war die normale Verpackung. Dann ist heute das dabei. Also Juni 2022, Traumurlaub unter Palmen. Sieht wirklich goldig aus. Ich glaube, das mache ich in einem Bildrahmen oder so. Ja, Bildrahmen. Ja, Souvenir zum Ausdrucken. Oh, okay, muss ich später mal gucken. Und heute bekommt man einen Beutel. Sehr schönen Farben. Und fühlt sich gut an. Nicht nur kriegt man den äußeren Beutel hier, nee, sogar eine hübsche Handtasche. Super. Kann man brauchen, oder? Ja, und das fühlt sich nach, ich weiß nicht, ist das richtiges Leder oder nicht? Ich weiß ja nicht. Das heißt My Little Box Grace and Mia. Ja, gespannt, was da drin ist. Okay, das erste, was ich sehe. Okay, da habe ich, glaube ich, schon was davon gehabt. Feuchtigkeitsspendendes Gesichtspflegespray mit Arganöl und Kornblumenwasser aus biologischem Anbau. Für trockene, empfindliche Haut, Naturkosmetik. Das ist von Garnier. Mal gleich riechen, wie das, ob es gut ist. Man riecht gar nichts raus. Mal gucken, wenn ich das ein bisschen ins Sprayen tue. Ganz Spray. Ja, riecht noch nichts, finde ich. Okay. Gesichtspflegespray, okay. Kann man sich. Vielleicht, wenn es, trocken ist oder so, ne? Vertrockene Haare. Okay, dann haben wir das hier. Kenne ich auch nicht, diese Marke. Das ist eine Handcreme. Und zwar von Naturo Ecos. Ja, Tucuma. Gucken. Ja, schöne Verpackung. Und was heißt denn danach? We are vegan. Our products contain Amazon bioactive ingredients. We use fair trade with local communities to keep the forest standing. Oh, that's nice. Okay, let's see here. Oh, it doesn't have a seal on it. So I'm going to put in my hand. Let's see how it feels like and how it smells. Habe ich das in Englisch jetzt angefangen, das Video, und dann in Deutsch? Okay, vergiss es, mache ich in Deutsch weiter. Naja, ich denke immer noch viel in Englisch. 28 Jahre Englisch gesprochen und gedacht. Ne? Ist recht fertig. Hat einen ganz leichten Geruch. Ja, okay. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay, die benutze ich auf jeden Fall. Und dann ist noch, das ist die eigene Marke von My Little Box. Und was ist das? Oh, Exfoliant. It's just an Exfoliant. Okay, das mag ich gern. Oh ja, sieht man die kleinen Dinge drin, aber nicht so große, wo wie zum Beispiel von St. Eve's. Das Aprikosen-Peeling, oh meine Herren, ganz, ganz ungesund für die Haut. Okay, ich gucke dann auf der Webseite nach, wie viel das gekostet hat. Normalerweise kriegt man keinen Preis, glaube ich, für die Sachen, wo sie selber herstellen. Was ist das? Hast du sie alle gefunden? Make my lemonade. Oh, okay, ein bisschen was zum Ausfüllen. Okay, also, ja, ich nehme an, dass das dann halt zu den zwei Accessories gehören. Ne? Und so sieht sie drin aus. Sie hat keinen Reißverschluss drin, nein. Ja, da passt dein Telefon, dein Handy rein. Ein Geldbeutel, ne? Dann hat man schon fast alles, was man braucht. Lippenstift, Handcreme. Ja, okay, das gefällt mir gut. Und das gefällt mir auch. Aber das kann ich ja selber machen. Ich habe eine Mitnehmmaschine, da habe ich auch schon selber gemacht. Okay, so. Und dann haben wir hier eben die Handcreme von Ecos. Wie heißt das nochmal? Natura Ecos. Und das Exfoliant von My Little
Beauté. Ja, das ist aber ihre. Oh, und das nicht vergessen. Ja. Mhm. Schade, kein Make-up drin heute. Aber sie gefällt mir eigentlich besser, wie sie mir in den letzten Monaten gefallen hat. Ja, also wie ich gesagt habe, ich schaue, dass ich die Produkte finde und abbreite den Preis dafür. Gut. Also dann, ich sehe euch im nächsten Video, hoffentlich. Ich mache jetzt noch das Video zur Pinkbox. Die ist auch gekommen. Also, bis dann. Tschüss.